Nach der Auswärtsniederlage in Heidenheim und vor dem wichtigen Flutlicht-Heimspiel am Samstagabend gegen Darmstadt 98 öffnete der Club seine Tore und die interessierten Fans konnten bei einem öffentlichen Training zuschauen. Ohne Maske, ohne Corona-Beschränkungen. Wunderbar. Wir erinnern uns alle noch an den 29. Oktober letzten Jahres. Durch eine 2:0 Niederlage im Baustellenstadion von Darmstadt 98 rückte damals Darmstadt nahe an den Club heran und hatte seitdem eigentlich einen Lauf Richtung Tabellenspitze. Und der 1. FC Nürnberg hatte dahingehend einen durchwachsenen weiteren Verlauf mit guten Phasen, auch mal 4 Spiele am Stück hintereinander gewonnen, aber auch einigen Ausrutschern nach unten. Und ja, die Clubfans überlegten sich, was wird das kommende Spiel bedeuten. Ich denke, es ist eine Richtungsentscheidung. Entweder der Club holt 3 Punkte am Samstagabend, dann ist noch eine gewisse Außenseiterchance in Richtung Aufstieg denkbar. Oder der Club holt keine 3 Punkte und dann können wir die Saison locker entspannt zu Ende spielen. Manche Clubfans sagen, das ist vielleicht besser so, denn nach einem Aufstieg würde es uns vielleicht so gehen wie Fürth in dieser Saison. Aber das glaube ich nicht, denn seit Dieter Hecking in Nürnberg Verantwortung trägt, ist doch eine gewisse Entwicklung in die richtige Richtung festzustellen. Und mit Hecking 3 Jahre in Nürnberg ist der Club noch nie abgestiegen. Warum soll sich das in Zukunft ändern? Nach dem Spiel bei St. Pauli am 19.10.2020 wurde unser Trainerfuchs ja in ganz Deutschland berühmt, als er in der Pressekonferenz nach dem Matchplan gefragt wurde und diesen dann auch in einer wunderbaren Sprache erläuterte. Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Und aktuell wird die Frage sein, was wird sich unser Trainer Fuchs für das Spiel gegen Darmstadt ausgedacht haben und wie werden wir das dann umsetzen? Ja, die Stimmung ist gut. Auch wenn wir verloren haben, aber trotzdem, die Jungs wissen, dass wir aktuell eine gute Saison spielen, dass wir eine gute Ausgangssituation haben für die letzten 6 Spiele. Wir freuen uns, dass wir alle 4, die über uns stehen, noch als direkte Konkurrenten haben und da geht es jetzt mit Darmstadt los. Ich glaube, es gibt 3 Punkte am Wochenende, genauso viel, wie es auch letzte Woche in Heidenheim gab und auch gegen Dresden und in den Spielen davor gibt es 3 Punkte, um mal so eine Floskel rauszuhauen hier. Deswegen ist das Spiel für die Tabelle genauso wichtig wie die anderen Spiele. Natürlich, klar, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die in unmittelbarer Nähe ist, dann birgt da immer eine gewisse Brisanz. Das ist ja logisch, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Aber trotzdem, wo wir am Ende unsere Punkte holen, ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir einfach fleißig punkten. Und jetzt haben wir in Heidenheim die Chance liegen lassen, die war da. Bei einer heimstarken Mannschaft da was mitzunehmen und da hatten wir die Chance drauf, das haben wir weggelassen. Ja, und jetzt wollen wir einfach es besser machen. In der Hinrunde haben wir Heidenheim geschlagen und Darmstadt verloren und jetzt wollen wir es einfach umdrehen, haben jetzt Heidenheim verloren und jetzt wollen wir einfach zu Hause Darmstadt schlagen und uns die 3 Punkte krallen. Zu Hause bei uns 20:30 vor unseren Fans. Ist einfach ein schönes Spiel und das wollen wir genießen und wollen alles reinlegen. Und genauso werden wir auch die letzten Spiele angehen, alles mitnehmen, was wir kriegen können und dann hoffen, dass wir so lange wie möglich immer noch eine Chance haben, was zu erreichen. Das ist das Ziel, glaube ich, von jeder Mannschaft, aber in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, 6 Spieltage vor Schluss, wenn du jedes Wochenende die Chance hast mit einem guten Ergebnis, wenn du jedes Wochenende die Chance hast, einfach dich zu verbessern in der Tabelle, was aufzuholen oder was zu verteidigen, dann ist das sehr viel wert, als wenn du jetzt weißt, okay, es geht um nichts mehr. Und deswegen ist das sehr schön, die Ausgangssituation, die wir haben und die wollen wir natürlich einfach nutzen, positiv nutzen, um dann am Wochenende einen Sieg zu holen.
Da muss ich jetzt gleich nochmal Bezug nehmen auf Ihre Antwort gerade. Die Chance, etwas zu erreichen, es hieß ja immer Platz 5 bis 8, ist das Saisonziel. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht Platz 5 meinen, wenn Sie davon reden, dass Sie etwas erreichen können in dieser Saison. Oder wären Sie tatsächlich jetzt in der aktuellen Situation auch mit Platz 5 zufrieden? Das hängt davon ab, wie die restlichen Spiele laufen, wie wir die Saison am Ende bewerten. Im Moment ist es so, dass wir sehr gut darin sind, unser Saisonziel zu erreichen. Da sind wir auf einem richtig guten Kurs und auf einem guten Fahrplan, den wollen wir weiter so halten, das ist klar. Aber wir wollen natürlich auch, wenn wir die Chance haben, Väter zu werden, wollen wir Väter werden. Wenn wir Väter sind, wollen wir Dritter werden. Wenn wir Dritter werden, Zweiter, wollen wir Zweiter, Erster. So. Das ist normal. Das ist ganz normal. Das will jede Mannschaft. Wir wollen besser werden. Wir wollen einfach drei Punkte dazu packen, um einfach dann das nächstmögliche Ziel, was aktuell ist, Vierter zu sein. Wir sind im Moment Fünfter. So. Und jetzt ist natürlich auch eine Phase der Saison, wo wir natürlich auch auf die Tabelle gucken, ist klar. Und wir sind im Moment Fünfter. Aber wir sind ja nicht Fünfter mit 20 Punkten Vorsprung vorm Sechsten. Sondern es ist alles ganz eng. Das heißt, es gibt auch was zu verteidigen. Und auch jeder Tabellenplatz macht Sinn, den zu verteidigen, im Hinsicht auf Fernsehgeld, auf Ranking, auf eine gute Stimmung. Also auch da ist es entscheidend, dass wir Punkte dazu packen, um weiterhin gut unterwegs zu sein, um unser Saisonziel zu erreichen und dann ausgehend davon wieder noch was drauf zu packen. Zu uns, das sieht man sowohl an den Toren als auch an den Torchancen, an den Daten. Sie haben sehr viel Qualität im Offensivspiel, sie haben Arbeit mit sehr viel Tempo nach vorn, mit sehr viel körperlicher Robustheit, mit viel Physis. Dazu haben sie gute Zielspieler bei Standards, gute Standardschützen. Das heißt, da strahlen sie auch sehr viel Gefahr aus. Und das gilt es einfach zu verteidigen. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, was haben wir aus Heidenheim gelernt? Dass wir einfach in jedem Moment uns der Gefahr bewusst sein müssen, wann unser Tor bedroht wird, dass wir den Gegner natürlich weit vom Tor weghalten wollen, aber es gibt auch Momente, wo der Gegner mal nah an unserem Tor ist und dann schaffen es Mannschaften wie Darmstadt, aber auch jetzt Heidenheim, wo wir gespielt haben, aus Situationen, die vielleicht gar nicht mal so gefährlich aussehen, auch das Torgefahr auszustrahlen, weil sie einfach genau wissen, auf ihre Chance lauern, weil sie viel Qualität haben, weil sie viel körperliche Wucht haben, was ich gerade schon gesagt habe. Und da gilt es einfach für uns, den Hebel anzusetzen, da noch wacher zu sein, aufmerksamer, jeden Moment so zu verteidigen, als wenn es der wichtigste wäre in dem Spiel. Das ist ein Punkt, den wir einfach dann gegen Darmstadt jetzt besser machen wollen, den wir aus dem Heidenheim-Spiel gelernt haben, wo auch die Gegner relativ ähnlich sind, was jetzt die Offensive anbetrifft. Nach dem Training gab es noch einen kleinen Dreh, offensichtlich für einen Sponsor, bei dem aber Manuel Schäffler auch zeigte, wie man die blau-weißen Lilien noch knacken könnte.